Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Markenvideo. Im heutigen Tutorial zeige ich euch, wie ihr auf der Bridge-Route die Soul-Gitarre bekommt. Schaut euch das Video unbedingt bis zum Ende an und folgt diesen einfachen Schritten. Im Grunde müssen wir also nur unser Blox-Fruit-Spiel auf Roblox öffnen. Öffnen Sie also Ihre Roblox-Desktop-App und melden Sie sich bei Ihrem Konto an. Danach müssen wir nur noch unser Blox-Fruit öffnen. Wir sind also in der Suchleiste. Suchen wir einfach nach Blox-Roots und dann müssen wir es nur noch öffnen. Und im Grunde müssen wir uns jetzt die Voraussetzungen ansehen, um an die Soul-Gitarre zu kommen. Also, um die Soul-Gitarre zu bekommen, müssen wir das Puzzle auf der Spukschlossinsel lösen. Und wir müssen Level 2300 oder mehr haben oder darauf sein und das Puzzle bei Vollmond beginnen. Und nachdem wir das Puzzle gelöst haben, brauchen wir nur noch zwei Schritte und müssen 500 Knochen und dieses Ektoplasma und all diese Zutatenfragmente verwenden, um die Seelengitarre herzustellen. Im Grunde genommen. Hier im Spiel können wir einfach verwenden, was wir wollen, und im Grunde genommen müssen wir nur zu dieser Insel gehen, und wie Sie sehen können, sind diese hier und wir brauchen nur. Also im Grunde genommen bin ich, wie Sie sehen können, noch auf Level 1, also muss ich einfach anfangen, diese Quest zu verwenden oder abzuschließen, bis ich Level 200 habe und im Grunde genommen müssen Sie, nachdem Sie die Anforderungen erfüllt haben, nur tun, was in diesem Block steht und schon können Sie Ihre Seelengitarre herstellen. So können Sie es im Grunde genommen machen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.